Seit nunmehr 3 Jahren wird das Haus an der Ecke Grüner Winkel, Domstraße saniert. Inzwischen hat es einen neuen Anstrich erhalten und zieht jetzt wieder Blicke auf sich. Doch vor 3 Jahren sah das noch ganz anders aus. Architekt Helge Richter erinnert sich, dass das Haus aus dem Jahr 1913 arg verkommen war. Unter anderem hatte es über einige Jahre durch ein kaputtes Dach hereingeregnet. Nur durch die Hilfe von öffentlichen Mitteln sei es möglich gewesen, das unter Denkmalschutz stehende Haus entsprechend zu erneuern. Das Besondere an der Konzeption war, dass sämtliche Pläne im Archiv vorhanden waren, im Maßstab 1 zu 50. Also wir hätten beinahe danach bauen können. Nur die Statik hat heute nicht mehr gestimmt und dann waren sehr viele Decken durch Wassereinbrüche zerbrochen und bis in den Keller offen gewesen, sodass wir also die Pläne zwar im Äußeren verwenden konnten, aber nicht im Detail. Viel sei am Keller gemacht worden, um das Haus trocken zu legen. Einige Träger wurden eingesetzt und manches wurde verstärkt. Ein Fenster wurde dort eingesetzt, wo es zwischenzeitlich entfernt worden war. In dem etwa 40 Meter langen, aber nur etwa 8 Meter breiten Haus gibt es nun 8 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten. Die erste Wohnung der oberen Etage wird bereits in Kürze bezogen. Hier unterm Dach ist eine preußische Kappendecke eine Besonderheit. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann dies unter anderem beim Tag des offenen Denkmals. Dann wird Helge Richter durch das Haus führen und Interessierten mehr dazu verraten.